Ja, hallo und willkommen zurück zu Programmierparadigmen, zu diesem dritten Teil des Moduls zu Names, Scopes and Bindings. Was wir hier genau machen wollen, ist, dass wir uns Scopes ein bisschen genauer anschauen, also diese Dinge, die definieren, wann genau die Assoziation von einem Namen und dem, worauf der Name zeigt, in so einem Programm denn überhaupt gültig ist. Und insbesondere werden wir uns die Scoping-Regeln von verschiedenen Programmiersprachen anschauen, denn die variieren doch ein ganzes Stück. Und je nach Sprache ist der eine oder der andere Name vielleicht gültig. Und wenn man als Programmierer eine bestimmte Programmiersprache verwendet, sollte man natürlich wissen, was genau die Scoping-Regeln denn überhaupt sind in dieser Sprache. Also legen wir gleich mal los mit diesen Scoping-Regeln. Also was machen diese Scoping-Regeln oder Scoping-Rules auf Englisch denn überhaupt? Die definieren, welche Bindings gerade aktiv sind in einem Programm. Nochmal zur Erinnerung, Bindings waren einfach nur die Assoziation von Namen mit Objekten, die einen Namen haben, also zum Beispiel Variablennamen und bestimmten Speicherobjekten. Also was diese Scoping-Regeln dann machen, ist festzulegen, welche Bedeutung ein bestimmter Name überhaupt hat oder ob er überhaupt eine Bedeutung hat, wenn ich an einem bestimmten Punkt im Programm bin oder in der Programmausführung bin. Jede Programmiersprache hat ihre eigenen Regeln, was das Scoping betrifft. Also ein kleines Beispiel, eine der vielleicht einfachsten Programmiersprachen überhaupt, nämlich Basic, hat genau ein Scope. Das heißt, die Regel ist, wie der Name der Sprache schon sagt, sehr, sehr einfach. Es gibt einfach nur diesen einen Scope und die Variablen sind einfach immer gültig, weil die immer per Definition in diesem einen Scope drin sind. Die meisten anderen Programmiersprachen haben etwas komplexere Regeln und eine Sache, die man üblicherweise hat, ist, dass es für jede Subroutine oder für jede Funktion, die ausgeführt wird, einen Scope gibt und dass diese Scopes auch ineinander verschachtelt werden können. Schauen wir uns diese verschachtelten Scopes mal ein bisschen genauer an. Also der Grund, warum es die in vielen Programmiersprachen gibt, ist, dass wir für jede Funktion oder jede Subroutine einen Scope haben möchten und man Funktionen aber auch ineinander schachteln kann. Das heißt, ich kann innerhalb einer Funktion eben eine andere Funktion nochmal definieren und dadurch ergibt sich dann auch so eine Schachtelung der entsprechenden Scopes. Grundsätzlich hat erstmal jede Funktion oder jede Subroutine ihren eigenen Scope. Und wenn wir die dann ineinander schachteln, dann sind die Scopes verschachtelt. Und die Frage ist, welche Bedeutung hat ein bestimmter Name denn jetzt eigentlich, wenn ich den innerhalb einer Funktion verwende? Und die Antwort hierauf gibt in den meisten Programmiersprachen diese Regel, die Closest Nested Scope Rule. Was die sagt, sind im Prinzip zwei Sachen. Die sagt zum einen, dass ein Name genau da sichtbar ist, wo der Name auch deklariert ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Variable innerhalb einer Funktion deklariere, dann ist dieser Name natürlich auch innerhalb dieser Funktion sichtbar. Außerdem ist der Name aber auch noch sichtbar in allen genesteten Scopes, die sich innerhalb des Scopes dieser Funktion befinden. Das heißt, in den Funktionen, die in der Funktion drin sind, ist der Name der äußeren Funktion ebenfalls sichtbar. Ein Spezialfall ist jetzt, was denn eigentlich passiert, wenn innerhalb eines inneren Scopes ein Name deklariert wird, der auch schon in dem äußeren Scope existiert. Und hier ist die Regel meistens so, dass die inneren Scopes die Namen der äußeren Scopes verstecken können. Das heißt, wenn ich den gleichen Namen innerhalb der einen Funktion habe und dann auch nochmal in der innerhalb des äußeren Scopes habe und dann auch nochmal innerhalb des inneren Scopes habe, dann ist innerhalb der inneren Funktion der Name der äußeren Variable eben nicht sichtbar, sondern wird versteckt durch den Namen, der innerhalb in der inneren Funktion definiert wird. Schauen wir uns zur Verdeutlichung vielleicht einfach mal ein Beispiel an. Was ich in dem Beispiel mache, ist wieder eine Reihe von Funktionen zu definieren, und zwar wieder in dieser ausgedachten Spielsprache. Fangen wir mal an mit der Funktion f1, die ein Argument namens a1 bekommt. Die wird hier ziemlich viel Platz brauchen, sagen wir mal ein bisschen darunter. Innerhalb dieser Funktion deklarieren wir eine Variable namens x. Und außerdem gibt es innerhalb dieser Funktion jetzt weitere Funktionen, die in die Funktion f1 reingeschachtelt sind. Und zwar unter anderem diese Funktion f2, die auch wieder ein Argument nimmt, und das heißt a2. Und in f2 gibt es jetzt noch eine Funktion, nämlich die Funktion f3, die ebenfalls wieder ein Argument nimmt, nämlich a3.
die macht irgendwas, was ist hier nicht so wichtig. Und außer diese Funktion F3 zu deklarieren, kann F2 natürlich auch noch Dinge tun. Was genau ist jetzt hier auch nicht so wichtig. Und jetzt sind wir wieder in der äußeren Funktion F1. Und hier gibt es nun auch noch eine weitere Funktion namens F4, die ebenfalls wieder ein Argument bekommt, nämlich A4. Und auch wieder drin eine verschachtelte Funktion hat, nämlich F5. Und F5 bekommt auch nochmal ein Argument, was A5 heißt. Und macht neben vielleicht noch bei anderen Sachen auch noch Folgendes, nämlich eine weitere Variable zu deklarieren, die ebenfalls x heißt und dann vielleicht auch noch irgendwie verwendet wird. So, für dieses Programm können wir uns jetzt die Scopes der ganzen Bindings der jeweiligen Namen, die hier auftreten, mal genauer anschauen. Und wir fangen einfach mal an mit dem Namen A1. Und was wir hier sehen, ist, dass A1 eigentlich von Anfang dieser Funktion F1 bis zum Ende dieser Funktion F1 existiert und das Binding sozusagen genauso lange lebt, wie diese Funktion F1 existiert. Das heißt, in unserem kleinen Beispiel hier von ganz oben bis nach ganz unten. Der nächste Name, der hier auftritt, ist der Name X und der ist in dem Sinne interessant, weil der eben einmal innerhalb von F1 deklariert wird und dann aber auch nochmal innerhalb von der Funktion F5 deklariert wird. Für das äußere X, also das X, was in F1 deklariert wird, schauen wir uns mal an, wo genau das gilt. Und das gilt ab hier oben, also wieder innerhalb der Funktion F1, aber dann nur bis hierhin erstmal, denn innerhalb von F5 wird dieser Name ja überdeckt von dem lokalen X, was es dann in F5 gibt. Und hinter der Definition von der Funktion F5 ist dann doch wieder der Name der Variable X aus F1 sichtbar, sprich, da geht der Scope dann weiter. Dann haben wir hier diese Funktion F2. F2 ist innerhalb von F1 deklariert. Das heißt, wir können überall diesen Namen verwenden. Sprich, das geht auch wieder von ganz oben bis nach ganz unten. Dann haben wir auch noch die Argumente, die es hier gibt. Also zum Beispiel dieses Argument A2, was an F2 übergeben werden kann. Dieses Argument oder der Name ist an das Argument nur gebunden innerhalb der Funktion F2, also sprich von hier nach hier. Und so ähnlich dann zum Beispiel auch für das Argument A3, denn das existiert nur innerhalb dieser Funktion F3, also nur von hier bis hier. So, dann machen wir mal weiter mit der Funktion F4. Die existiert innerhalb von F1 und weil ich die dann überall in F1 verwenden kann, ist der Name F4 sozusagen innerhalb dieses kompletten Blockes von F1 an die Funktion, an die Implementierung von F4 gebunden. Anders ist es für die für das Argument A4, was F4 bekommt, denn das gibt es nur innerhalb der Funktion und auch innerhalb der in F4 geschachtelten Funktion F5, sprich in diesem Bereich hier. Die Funktion F5 ist im Prinzip genauso. Das ist auch etwas, was innerhalb dieser Funktion F4 deklariert und definiert ist und deswegen ist es auch genau innerhalb dieses Blockes von F4 sichtbar. Und jetzt haben wir hier noch zwei Namen, die interessant sind. Zum einen das Argument A5. Das ist genauso wie die anderen Funktionsargumente, die wir gesehen haben, innerhalb der umgebenden Funktion sichtbar, sprich innerhalb von F5. Und dann gibt es hier noch dieses zweite X, nämlich dieses lokale X, was innerhalb von F5 deklariert ist. Und das, weil es eben dann auch eine lokale Variable innerhalb von F5 ist, ist innerhalb des kompletten Blockes von F5 sichtbar, aber eben nicht weiter draußen. Und was jetzt nochmal interessant ist, ist eben sich wieder das erste X und das zweite X gemeinsam anzuschauen. Und man sieht, dass eben dieses innere X, das äußere X, versteckt genau innerhalb des Blockes von F5. So, jetzt wissen Sie, was passiert, wenn Funktionen und damit auch Scopes ineinander verschachtelt werden und wie genau diese Namen, die den jeweiligen Scopes zugeordnet sind, denn dann aufgelöst werden.
Eine andere interessante Frage ist, wann wir denn überhaupt genau wissen, wann an welche Objekte ein Name gebunden ist, nämlich wann genau das Binding denn eigentlich feststeht. Und da gibt es in den üblichen Programmiersprachen eigentlich genau zwei Antworten, nämlich einmal das Static Scoping und zum anderen das Dynamic Scoping. Static Scoping ist das, was häufiger auftritt und das, was die meisten intuitiv, glaube ich, auch erwarten. Einfach weil es in den heutzutage modernen Programmiersprachen so die beliebteste Variante ist. Was hier passiert, ist, dass wir das Binding eines Namens aus dem Programmtext direkt ablesen können. Das heißt, wir müssen das Programm nicht ausführen, sondern sehen im Prinzip aus dem Programmtext direkt, an welchen Wert ein Name denn gebunden sein wird. Das Gegenkonzept dazu nennt sich Dynamic Scoping und was hier passiert ist, dass das Binding eines Namens eben nicht statisch aus dem Programmtext direkt gesehen werden kann, sondern das hängt vom jeweiligen Kontrollfluss ab. Also es hängt davon ab, wie wir zum Beispiel in eine Funktion eintreten und welche andere Code vorher ausgeführt wurde. Und nur dann zur Laufzeit können wir eigentlich sagen, welche Bedeutung ein Name eigentlich hat und auf welches Speicherobjekt ein bestimmter Name überhaupt zeigen wird. Schauen wir uns am besten mal ein Beispiel dazu an und zunächst einmal in einer Pseudoprogrammiersprache, wo wir einfach mit derselben Sprache zeigen können, was passieren würde, wenn wir Static Scoping oder Dynamic Scoping verwenden würden. In dieser Pseudoprogrammiersprache haben wir hier ein kleines Programm und was das macht, ist, dass es zum einen mal eine globale Variable schreibt und dann zwei Funktionen definiert. Zum einen diese Funktion a, in der es eine lokale Variable gibt, die interessanterweise denselben Namen x hat, wie auch schon die globale Variable, die wir hier vorher definiert hatten. Und dann haben wir die zweite Funktion b, in der der Wert von x, was auch immer x dann genau bedeutet, gelesen wird und nach y geschrieben wird. Und los geht das Ganze hier unten mit dem Aufruf von a, das heißt, wir rufen zunächst a auf und a ruft dann b auf, also sprich, dann geht es hier rein. So, was passiert jetzt, wenn wir dieses Programm ausführen? Das hängt davon ab, ob wir Static Scoping oder Dynamic Scoping verwendet haben. Fangen wir mal an für den Fall, dass die Sprache Static Scoping verwendet. In dem Fall würde y den Wert 1 bekommen. Der Grund ist folgender, wir lesen, um y zu beschreiben, hier unten den Wert von x. Das heißt, zunächst wird geschaut, ob innerhalb dieser Funktion eine lokale Variable x existiert, was aber nicht der Fall ist. Das heißt, es wird auf den umgebenden Scope geschaut, der statisch diese Funktion b umgibt. Und das ist in dem Fall der globale Scope. Und siehe da, da gibt es eine Variable x, die hat den Wert 1. Und das heißt, dieser Wert 1 wird schlussendlich hier in die Variable y geschrieben. Ganz anders sieht es aus, wenn die Sprache Dynamic Scoping verwendet, denn in dem Fall würde y den Wert 3 bekommen. Der Grund ist, dass wir wieder suchen, wo dieses x definiert ist. Wir schauen wieder nach, ob in dieser Funktion b irgendwo ein x existiert. Das ist nicht der Fall. Und was jetzt aber passiert, ist, dass wir den dynamisch nächsten Scope suchen, wo es eine Variable x gibt. Das heißt, es wird geschaut, wann gab es denn zuletzt ein Binding, in dem x ein Wert zugeordnet wurde. Sprich, wir schauen einfach in der Ausführung zurück und sehen dann, dass es da eine lokale Variable x gab, die definiert wurde, gerade bevor wir dieses b hier aufgerufen haben. Und damit ist das, was dynamisch am nächsten war. Das heißt, es wird diese Variable x gelesen und nicht einfach die globale Variable x da oben. Und das heißt schlussendlich, dass dieser Wert 3 hier nach y geschrieben wird. Was dieses kleine Beispiel also illustriert, ist, dass je nachdem, ob die Sprache Static Scoping oder Dynamic Scoping verwendet, die Semantik von diesem Stück Code was ganz anderes ist. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man versteht, welche Scoping-Regel denn überhaupt in der Programmiersprache, die man verwendet, angewandt wird. Da diese Idee von Dynamic Scoping für viele vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig ist, schauen wir uns das Ganze mal noch mit dem zweiten Beispiel an, und zwar in Form eines kleinen Quizzes. Was wir in dem Quiz verwenden, ist eine Programmiersprache, die doch recht populär ist, aber gleichzeitig auch Dynamic Scoping verwendet, und zwar ist das die Sprache Perl. Hier ist also ein Stück
Perl-Code, was genau der macht, möchte ich jetzt erstmal gar nicht weiter erläutern. Und die Frage für Sie ist, was gibt dieser Code denn aus? Also schlussendlich gibt es hier irgendwo so ein Print-Statement und die Frage ist, welchen Wert wird dieser Code denn ausgeben? Und ich würde Sie an dieser Stelle bitten, das Video dann einfach mal wieder kurz anzuhalten, selber darüber nachzudenken, was dieser Code wohl ausgeben könnte, in den Ilias abzustimmen, um zu sehen, ob Sie da noch richtig lagen und vielleicht auch um zu sehen, was die anderen so abstimmen und anschließend dann weiterzuschauen, um zu gucken, was die Lösung ist. Also jetzt bitte hier erstmal Pause machen. So, dann schauen wir uns mal die Lösung an. Also was dieser Code schlussendlich ausgibt, ist der Wert 1. Und jetzt ist die große Frage, warum? Also wir haben hier dieses Print-Statement, das gibt das aus, was bar zurückgibt. Bar ist hier, bar gibt das zurück, was foo zurückgibt. Und die Frage ist jetzt, warum kommt da 1 raus? Wenn Perl Static Scoping hätte, was es aber nicht hat, dann würde, wenn wir hier foo aufrufen, dieser Wert B, der dann gelesen wird und schlussendlich auch zurückgegeben und dann schlussendlich auch ausgegeben wird, eben der Wert sein, der hier oben geschrieben wird. Denn dann würden wir in den umgebenden statischen Scope von foo schauen und da diese Variable B finden, die da ganz oben definiert ist. Perl hat jetzt aber kein Static Scoping, sondern hat stattdessen Dynamic Scoping. Und das bedeutet, dass der letzte Wert, mit dem B definiert wurde, benutzt wird. Denn das ist der dynamisch nächste an diesem B, was wir hier lesen. Und da, bevor wir foo aufrufen, also sprich, bevor wir hier oben überhaupt rauskommen, der letzte Wert, wo B geschrieben wurde, das hier ist, also wo wir 1 nach B schreiben, wird dann eben dieser Wert 1 hier gelesen. Und dieser Wert 1 wird dann hier zurückgegeben, wird dementsprechend auch hier zurückgegeben und wird dementsprechend dann schlussendlich hier ausgegeben. Wer das jetzt alles ein bisschen komisch fand, der sollte sich einfach mal ein bisschen Perl anschauen und ein bisschen damit rumspielen. Ist ganz interessant, weil dieses Dynamic Scoping eben doch anders ist als in den meisten anderen Programmiersprachen. Und es ist immer interessant, einfach mal so Variationen von der Semantik, die in so einer Sprache eigentlich haben kann, anzuschauen, um dann auch besser zu verstehen, was die Semantik ist in der Sprache, die ich denn nun gerade verwende. So, nach diesem kleinen Blick in Dynamic Scoping schauen wir uns jetzt nochmal das Static Scoping ein bisschen genauer an und insbesondere die Frage, wie das dann überhaupt implementiert ist. Was wir ja schon gesehen haben, ist, dass innerhalb der Programmausführung dieser Function Stack aufgebaut wird, wo es für jeden Aufruf einer Funktion einen Allocation Frame gibt, der dann jeweils auf den Stack gepusht wird, wenn eine Funktion aufgerufen wird und wenn die Funktion wieder zurückkehrt, dann wird der Stack entsprechend wieder runtergepoppt. Gleichzeitig brauchen wir, um die Static Scopes aufzulösen, ja irgendwoher die Information, was denn der Static Scope oder auch der umgebende Static Scope an einem bestimmten Punkt in der Programmausführung ist. Und all das ist, wie wir gerade an dem Beispiel von Perl gesehen haben, bei Static Scoping eben nicht davon abhängig, welche Funktionen denn schon aufgerufen wurden. Also es geht nicht darum, was auf dem Function Stack ist. Und das bedeutet auch, dass uns der Function Stack eigentlich nicht besonders viel dabei hilft, herauszufinden, was denn die umgebenden statischen Scopes an einem bestimmten Programmpunkt sind. Also die Frage ist, wie kann das Programm zur Ausführung die Bindings überhaupt auflösen und sozusagen wissen, was die Bedeutung von einem Namen ist, wenn der Function Stack an sich dabei nicht hilft. Und der Trick hierbei ist, dass in jedem Allocation Frame, also in jedem dieser Speicherbereiche auf dem Stack, eben nicht nur all das drin ist, was wir schon gesehen haben, sondern außerdem auch noch der sogenannte Static Link. Und das ist im Prinzip einfach nur ein Pointer zu dem jeweiligen Parent Scope der gerade ausgeführten Funktion. Schauen wir uns dazu am besten mal ein Beispiel an. Und zwar haben wir im Beispiel eine Reihe von ineinander verschachtelten Funktionen. Anstatt diese Funktionen jetzt alle hinzuschreiben, stelle ich das mal so ein bisschen schematischer dar. Also wir haben eine Funktion A, die von oben bis unten geht, also der Block der Funktion und damit auch der Scope, den die Funktion definiert, ist so lang wie dieses sehr langgezogene L, was ich da hingemalt habe. Innerhalb der Funktion A
haben wir zwei weitere Funktionen definiert, die also in A reingeschachtelt sind, nämlich einmal die Funktion B von hier nach hier und einmal die Funktion E von hier nach hier. Und in B haben wir jetzt nochmal zwei Funktionen, die da drin definiert sind, nämlich einmal C und einmal D. Das ist ja sozusagen der Programmtext, ein bisschen schematisch dargestellt. Und jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge diese Funktionen denn überhaupt zur Laufzeit ausgeführt werden. Und ein guter Weg, das zu veranschaulichen, ist, indem wir uns einfach mal den Function Stack zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Ausführung anschauen. Also los geht's in dem Beispiel damit, dass A aufgerufen wird. Also irgendwo gibt es eine Main-Funktion oder vielleicht auch irgendeine andere Funktion, die A aufruft. Was A jetzt macht, ist E aufzurufen. E ruft in unserem Beispiel anschließend B auf. B ruft anschließend D auf. Und D ruft dann die Funktion C auf. Und dann kann C natürlich noch mehr Sachen aufrufen und der Stack wächst weiter nach oben. So, und die Frage ist jetzt, woher weiß man, wenn man innerhalb einer dieser Funktionen ist, wie die Namen aufgelöst werden sollen? Also man fängt natürlich innerhalb der eigenen Funktion und dem damit definierten Scope an zu suchen, aber wenn der Name da nicht existiert, dann muss man ja zu den statisch umgebenden Scopes schauen. Sprich, man muss im Prinzip dieser Verschachtelung, die man auf der linken Seite sieht, nach außen folgen. Bloß, dass eben das Programm, wenn es einmal ausgeführt wird, diese Verschachtelung jetzt nicht so sieht, wie ich das da so schön hingemalt habe, sondern diese Information wird, wie ich das gerade eben schon kurz erklärt habe, in diesem Static Link gespeichert. Nehmen wir mal blau dafür. Und was ich jetzt einfach mal zeige durch so blaue Pfeile ist, wie dieser Static Link aussieht. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt innerhalb von C bin, also ich bin jetzt hier, dann müsste der Static Link auf B zeigen, denn der umgebende Static Scope ist eben nicht einfach das, was im Function Stack gleich unten drunter liegt, das D, sondern der Static Link von C zeigt auf dieses B. Genauso für D, auch da zeigt der Static Link auf B, weil B eben die syntaktisch umgebende Funktion von C ist. Für B selbst zeigt der Static Link auf A, denn A ist die Funktion, die um B herum ist. Und genau das gleiche für E nochmal, denn das zeigt auch wieder auf A. Das heißt, dieser Static Link erlaubt jetzt zur Laufzeit rauszufinden, was der umgebende statische Scope ist. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Variable in C benutzt wird, aber da nicht definiert ist, dann folgen wir dem Static Link und gehen nach B. Und falls die Variable da auch nicht definiert ist, folgen wir wieder dem Static Link und gehen nach A und schauen, ob die da dann existiert. Neben diesen ganzen Scopes, die wir jetzt gesehen haben, also die dadurch entstehen, dass der Programmierer bestimmte Funktionen definiert und Variablen definiert und die vielleicht auch ineinander verschachtelt, gibt es in ziemlich vielen Programmiersprachen auch noch implizit einen weiteren Scope, nämlich der Scope, der durch bestimmte vordefinierte Objekte bestückt wird. Und diese Built-in-Objects oder vordefinierten Objekte werden für verschiedene Sachen verwendet. Ein typisches Beispiel sind alle möglichen Typen oder APIs, die einfach Teil der Sprache sind und die implizit innerhalb dieses Scopes zur Verfügung stehen. Dieser Scope ist nicht wirklich sichtbar im Sinne von, dass der irgendwo im Programmtext, den der Programmierer schreibt, sichtbar wäre, so wie die Funktionsscopes, die wir bis jetzt gesehen haben, sondern er ist ganz einfach impliziter und ist immer der äußerste Scope. Und das bedeutet, wenn ich jetzt einen Namen benutze und der vielleicht in all den Scopes, die ich mithilfe von Static Scoping oder Dynamic Scoping versucht zu finden, nicht existiert, dann wird schlussendlich immer noch geschaut, ob dieser Name vielleicht eines dieser Built-in-Objects ist und wenn ja, dann wird der Name entsprechend aufgelöst. Das heißt, diese Built-in-Objects können von allen Scopes aus gelesen werden, außer natürlich, wenn sie versteckt sind, was dann entsprechend den Regeln, die wir am Anfang schon gesehen haben, natürlich immer möglich ist. Also ein innerer Scope kann Objekte, die eigentlich Built-in-Types oder Built-in-APIs sind, verstecken.
Um das Ganze mal an einem konkreten Beispiel zu zeigen, habe ich hier mal ein kleines Stück JavaScript-Code, in dem ich ein Array erstelle, und zwar indem ich diesen Konstruktor aufrufe, new Array. Jetzt ist die Frage, was bedeutet Array überhaupt? Und das ist genauso ein Beispiel für ein Built-in Name oder eine Built-in API, nämlich in der Form, dass irgendwo in dem umgebenden Scope, den wir hier gar nicht sehen, dieser Name Array definiert ist und eben an den Konstruktor von Arrays gebunden ist. Wenn ich das Ganze jetzt aufrufe, dann wird hier also ausgegeben, was in diesem Array drin ist. Und in dem Fall gibt mir das dann ein Array mit 1,2, also diesen zwei werden 1 und 2 aus. So schön, so gut. Was ich jetzt natürlich auch machen kann, ist, dass ich in meinem Skript etwas definiere, was eben auch Array heißt. Und ich kann zum Beispiel jetzt diesen Konstruktor sozusagen lokal überschreiben, indem ich hier irgendein anderes Array erstelle und zum Beispiel immer 4, 5 und 6 reinschreibe, egal was diesem Array denn tatsächlich übergeben wurde. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt dieses New Array aufrufe, dann wird dieser Name Array eben zu diesem Array hier oben aufgelöst und diese Funktion, die man auch als Konstruktor verwenden kann, gibt dann entsprechend dieses Array mit 4, 5 und 6 zurück. Das heißt, dieses Array hier unten wird eben nicht die Werte 1 und 2 haben, die ich eigentlich da erwarte, sondern 4, 5 und 6. Schauen wir mal, ob das auch so ist. Und Tatsache, es gibt jetzt aus myArray 4, 5, 6, eben weil ich dieses Built-in-Object überschrieben habe mit dieser lokalen Definition von Array. Dass das so einfach geht, ist ein bisschen eine Besonderheit von JavaScript und nennt sich Monkey-Patching. Das sieht in dem Fall so aus, als könnte man damit ganz schön viel Unfug treiben, und das kann man auch, aber es ist auch an vielen Stellen nützlich und wird zum Beispiel verwendet, um ältere Browser, in denen vielleicht bestimmte APIs einfach fehlen, zu patchen, indem die Webseite dann eben kurz bevor die oder am Anfang der Ausführung der eigentlichen Webseite diese APIs patcht oder Monkey patcht, indem dann einfach diese fehlenden APIs definiert werden in der Form, wie ich es hier gerade gezeigt habe. So, zum Abschluss dieser Einheit zum Thema Scoping gibt es noch ein weiteres Quiz. Und zwar wieder in der Form von einem Stück Source Code und der Frage, was macht denn dieser Source Code eigentlich? Und zwar diesmal in Python. So als kleiner Hinweis, Python benutzt Static Scoping, also anders als das, was wir vorhin in Perl gesehen haben, gilt hier Static Scoping. Ich werde wieder nicht viel zu dem Code erstmal sagen, sondern gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, da mal für ein paar Sekunden oder Minuten auch drüber nachzudenken und zu überlegen, was dieser Code denn schlussendlich ausgibt. Das Ganze dann im Ilias bitte abzustimmen, sodass Sie sich selbst überprüfen können und auch sehen, was andere abstimmen. Und anschließend, nachdem Sie das gemacht haben, dann bitte erst reinschauen. So, schauen wir mal die Lösung an. Also was hier passiert ist Folgendes. Wir rufen hier unten ja, wir rufen zunächst erstmal hier f auf. F ist hier definiert, und was f, außer dass es noch ein paar verschachtelte Funktionen innen drin hat, als erstes macht, ist eine lokale Variable zu beschreiben mit dem Wert b. In Python ist es so, dass alle Variablen in dem Moment als lokale Variablen implizit deklariert werden, wenn sie innerhalb einer Funktion geschrieben werden. Das spricht, das ist eine lokale Variable x, die hier den Wert b bekommt. Anschließend rufen wir h auf, sprich der Code springt hier hin. Was in h als erstes passiert ist, ist, wir gleich g aufrufen, und g ruft dann print von x auf. Das heißt, wir müssen jetzt dieses x hier auflösen. In g direkt gibt es kein x, denn x wurde nie geschrieben in g. Also schauen wir in den statisch umgebenden Scope, sprich den Scope von f. Und da finden wir dieses x hier, was wir hier ja schon beschrieben haben und was aktuell den Wert b hat. Sprich, das erste, was ausgegeben wird, ist ein b. Nachdem g das dann hier ausgegeben wird, sind wir wieder hier und kehren quasi von g zurück, schreiben jetzt eine Variable x innerhalb von h. Wie ich gerade sagte, kreiert das implizit eine lokale Variable x, die in h gültig ist,
die hat jetzt den Wert C. Und wenn wir dann Print von X machen, bekommen wir also das C ausgegeben als zweites. Anschließend kehrt H zurück, sprich wir sind jetzt hier. Und jetzt geben wir wieder ein X aus. Und die Frage ist, welches X ist das? Das ist nicht das X von hier oben, was wir hier geschrieben haben. Denn das ist ja in dem Scope von H, der aber nur innerhalb von H sichtbar ist. Sprich, wir sehen das nicht, sondern in dem Moment, wo hier unten das X ausgegeben wird, schauen wir im Scope von F nach. Und da gibt es ein X, nämlich dieses hier. Und das hat immer noch den Wert B. Denn wir haben das nicht überschrieben. Was wir hier ja geschrieben hatten, war ja die lokale Variable von H. Das heißt, wir geben dieses B, was hier steht, als drittes aus. Und dann kehrt der Code hier zurück von F, sprich wir sind jetzt hier. Und an der Stelle geben wir nochmal ein X aus, schauen also im aktuellen Scope, sprich diesem globalen Scope hier nach, wo es ein X gibt, finden dieses X hier oben, das hat den Wert A, denn das ist das Einzige, was wir da jemals reingeschrieben haben. Sprich, schlussendlich gibt der Code hier auch noch A aus, also insgesamt kommt B, C, B, A raus. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem dritten Teil im Modul Name, Scopes and Binding. Es ging ja also jetzt um Scopes. Sie wissen also jetzt, was diese Scopes überhaupt sind. Haben Static Dynamic Scoping gesehen, Nested Scoping gesehen und noch ein paar andere Varianten davon, die im Prinzip alle festlegen, wo ist denn überhaupt ein Name gültig und wie genau macht die Programmiersprache das, dass der Name dann zu einem bestimmten Objekt aufgelöst wird. Was wichtig ist, ist, dass man immer weiß, welche Scoping-Regeln in der jeweiligen Programmiersprache gelten, denn nur so kann man natürlich Code schreiben, der schlussendlich auch das macht, was man erwartet. Und damit erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.